Pythagoras. In diesem Video geht es um den Satz von Pythagoras. Ich erkläre dir, wie der Satz von Pythagoras funktioniert und wie man ihn an verschiedenen Flächen anwenden kann. Wir schauen uns nun ein rechtwinkliges Dreieck genauer an. Die Hypotenuse ist die längste Seite und liegt gegenüber vom rechten Winkel. In diesem Video wird sie immer rot gekennzeichnet. Die Katheten sind die beiden kürzeren Seiten und sie bilden den rechten Winkel. Ich markiere sie immer blau. Diese beiden Formeln benötigst du zum Lösen aller Aufgaben. Hypotenuse hoch 2 gleich Kathete hoch 2 plus Kathete hoch 2 und Kathete hoch 2 gleich Hypotenuse hoch 2 minus Kathete hoch 2. Im Deltoid gibt es zwei verschieden rechtwinklige Dreiecke. Die Diagonale F wird genau in der Mitte geteilt. Diese Kathete heißt deshalb F-halbe. Die Diagonale E wird nicht genau in der Hälfte geteilt. Diese Teile von E nennen wir X und Y. Wenn wir X und Y kennen, dann können wir auch E berechnen. Im ersten Schritt berechnen wir das X. Im zweiten Schritt das y. Wenn wir jetzt x und y addieren, dann erhalten wir die Länge der Diagonale e.